Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo, willkommen. Ich will euch zeigen, ich will was Neues zeigen, nämlich ja, King Crimson On and Off the Road. Für mich war dieses Album, das Album, was hier drauf basiert, aus den 80er Jahren, glaube von 81, von King Crimson Discipline, mein allererstes King Crimson Album. Das war für mich der Anfang. Ich habe mir dann natürlich die Klassiker aus den 60ern und 70ern gekauft, aber Discipline war mein erstes Album und Elephant Talk war eines meiner ersten Lieblingslieder, was ich mochte, und ich fand diesen skurrilen Stil dieser Band hervorragend. Jetzt ist endlich erschienen On and Off the Road, King Crimson der Jahre 81 bis 84, und ich habe hier die Box da. Es umfasst, oh Wunder, die dritte Dekade der Band. Nach langer Abstinenz, ich glaube 7 Jahre waren sie weg, kam wieder Discipline, dann gab Three of a Perfect Pair und dann Beat. Die drei wichtigen Alben der 80er Jahre, die drei Studioalben. Und ja, fand ich faszinierend, war ganz anders wie die anderen Sachen früher und war mein Einstieg. Und jetzt hier zeige ich euch mal, ich mache jetzt hier mal die Box auf. Schneide sie hier auf und mache jetzt mal das Böckchen auf. Es sind insgesamt 19 Datenträger, sowohl DVDs als auch Blu-rays als auch klassische CDs und natürlich wieder allerhand Material von Robert Fripp und Kollegen. Also, ich mache mal auf. So geht's auf. Komm her auf. So, es ist hier die Band. Und schauen wir mal, was alles drin ist. Wir haben als allererstes ein Heftchen. The 15th Anniversary Konzert in Japan 1984. Und zwar wahrscheinlich das Konzertbüchlein. Alles in wunderbar Japanisch, was wir ja alle lesen können. Also mehr aus historischen Gründen interessant. Weil Japanisch ist jetzt nicht gerade die Sprache, die ich kann. Ah, die Fotos der 80er Jahre sind einfach schön schrecklich, die 80er Jahre. Schauen wir das mal durch. Also hier war die Band. Hat Spaß gemacht. Okay, also ein Heftchen, was ich nicht lesen werde, weil ich es nicht kann. Dann geht's weiter mit Plakaten wahrscheinlich. Genau, hier King Crimson. Das sieht nach Holland aus. Netherlands, genau. 82. 6. September 82, kommt auch gleich wieder ins Archiv, wird nie aufgehängt. Dann haben wir August 82, zusammen mit Joel Anderson von Yes damals. Mensch, waren das damals Preise? 9 Pfund, 12 Pfund, also preiswert. Robert Fripp und Bill Bruford, Tony Levine, Adrian Belew, wunderbar. Gut, was haben wir dann? Dann haben wir hier das Produktionsalbum zu. Aha. Oh, wow, richtig viel Material ist drin. Ich fange mal mit dem Kleinkram an, der hier drin liegt. Was haben wir denn? Wir haben Eintrittskarten. Oktober. 22. Oktober 81. Illinois. 11. November 81. Irgendeine Japan-Geschichte, die ich wieder nicht lesen kann. Discipline. Auch okay. Die Aftershow, das ist interessant. Aha. So kommt man also hinten rein. Ihr wisst, wie ich es meine. Roxy Music King Crimson, cool. Und Stage Pass für All Areas, wunderbar. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Setlist von irgendeinem Konzert. Und wir haben hier wieder ein Programm. Ich muss im Keller gucken, ob ich nicht noch so Zeug habe. Sehr schön, das offizielle Tourbild von damals. Hier, cool. Trenchcoat war damals sehr, sehr in. Ah, sehr schön. Ein Repro. Eine Pressemeldung, und hier haben wir
Irgendein fabuliertes Zeug. Ach, hier ist ja die offizielle Pressemitteilung. Disziplin mit Tourneeplan. Das ist interessant. Also eher was für die Fans, was uns noch alles fehlt und was uns noch erwartet. Also hier das ganze Propaganda-Zeug kommt auch weg. Auch da ging Crimson sehr schön. Und dann haben wir natürlich hier die verschiedenen Alben. Also hier mal das Ding auf. Hier haben wir die Alben 16 bis 19. Wir haben verschiedene Surround-Aufnahmen. Wir haben Live-Aufnahmen in Japan, Asbury Park, Europa 82. Also ganz wie wir die ganzen King Crimson Boxen eigentlich erwarten. Nämlich viel, viel Zeug. Wahrscheinlich in einer extrem guten Tonqualität, wie ich Robert Fripp kenne. Und hier ist nochmal das Booklet dazu. Zu der dicken Box mit der genauen Einspielzeit und wer es produziert hat und alles. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, das ist wieder was für Fans. Das muss man in Ruhe durchlesen und in Ruhe im Glas Whisky sich mal antun. Also sehr, sehr schön. Und hier haben wir dann noch, ja, ich mache es jetzt mal so. Die einzelnen CDs oder Datenträger, DVDs, Blu-rays, alles, was es so gibt. Und zum Aufklappen, das ist hier einfach mal das raus. Ist einfach schön, ist einfach schön. Also, King Crimson, on and off, the road. Ich glaube, es wird wieder ein phänomenaler Hörgenuss, wie man halt King Crimson kennt. Und ja, für mich geht es jetzt mal ans Hören. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.